aufklären und sich dabei selber bedeckt halten. Im Schutz von Bäumen, Geländeerhebungen und Mulden. Daran hielten sich schon die Späher der alten Griechen. Die Aufklärer von heute machen es ihnen nach. Dazu war Alpha beim Herstellen der Wirkungsbereitschaft da. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, keine. Die 1312 ist voll go. Wir müssen uns beeilen, das kommt auf jede Minute an. Also, auf geht's, Männer. Ich fahr zurück zum Gefechtsstand. Auf geht's, Männer. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Und die Männer zeigten es. Ein Auftrag, der ihnen förmlich in die Beine fuhr. Und weil sich alles entwickelt, angeblich auch das menschliche Tempo, stellten wir sie schon jetzt auf die Geschwindigkeit des Jahres 2000 ein. Schön, dass es noch so weit hin ist, bis zur Jahrtausendwende. Hier, Kippig 1, Victor, Whisky, Golf, kommen. Flugauftrag. Und so beginnt eine Übung mit dem fliegenden Aufklärerautomaten Drohne, das mehrfach verbesserte und heute wirkungsvollste Nah-Luftaufklärungssystem der Bundeswehr. Die Drohne ist das Auge der Artillerie. Es muss scharf eingestellt werden, damit es die Geheimnisse des Gegners entschleiern kann. Dazu gehört die präzise Festlegung des Flugweges, die Wahl der Kameras und vieles andere mehr. Überflug 01820. Überflug 01820. Weitere Vorabinformationen werden gleichzeitig im Einsatzraum gesammelt. Ballon, Start! Windrichtung und Geschwindigkeit. Auf sie muss der Flugkörper vorher programmiert werden. Wir haben einen Flugauftrag bekommen. Die beiden Ziele hier. Hier Kamera an. Können wir die so lassen? Der Luftbildoffizier überprüft die fototechnische Planung und gibt dann sein Okay. Und Gelbfilter wird geflogen. Nächste Phase. Das Startgerät mit der Drohne verlässt seine Bereitstellung und fährt zum befohlenen Startplatz. Dort läuft alles nach eingespieltem Plan. Das Verdeck wird abgeklappt, das Fahrzeug geerdet. Der Feuerlöscher ist immer dabei. Nachdem die Drohne auf ihre Starthalterung umgesetzt ist, wird der Startrichtungswinkel an das Rundblickfernrohr auf dem Flugkörper übermittelt. Herstellen der Startbereitschaft. Das bedeutet eine Vielzahl technischer Handgriffe und Funktionsprüfungen. Schleicht sich auch nur ein einziger Fehler ein, verändert die Drohne ihren vorberechneten Flugkurs oder gerät ganz außer Kontrolle. Dann kann der Aufklärer abgeschrieben werden. Die Augen der Drohne werden scharf gemacht. Prüfung des Filters und der Kameraeinstellwerte. Und wieder zur Richtstelle. Nach der Einrichtung nun die Überprüfung des Startrichtungswinkels. Mit Hilfe des Rundblickfernrohrs wird die Drohne millimetergenau auf ihren Startwinkel eingestellt. Noch hängt der Flugkörper an der elektrischen Außenbordversorgung. Erst unmittelbar vor dem Start wird die Drohne auf bordeigene Versorgung umgestellt. Flugnummer 903 üb, freier Kurs Bergen. Flughöhen 700. Schauplatzwechsel. Der Aufklärerflug wird von der Flugbetriebsgruppe des zuständigen Übungsplatzes überwacht. Dafür speichern die Spezialisten vorher die Flugdaten. Startzeit 15.20 Uhr. Der Radarplot, der von der Einsatzleitstelle aufgestellte Flugplan der Drohne. Wiederhole Bergbefehl. Landeplatz November 1 Alpha. Landeanflugwinkel 6120. Antennenerhöhung 1130. Kommen.
Im vorgesehenen Landegebiet wird inzwischen die Radar-Landehilfe mit den über Funk gesendeten Flugdaten gefüttert. Der sogenannte Landetrupp übernimmt die Drohne 12 Kilometer vor ihrem Landepunkt und steuert sie sicher auf die Erde. Nach so vielen Vorbereitungen will man jetzt endlich etwas sehen. Countdown für die Drohne. Nach gut 2 Sekunden sprengt die Drohne ihre Feststoff-Startrakete ab. Damit die Flugbetriebsgruppe den Vogel immer im Visier hat, läuft vorsichtshalber ein Ersatzradar mit. Zwar spult der Flugkörper jetzt automatisch sein Flugprogramm ab, doch wenn er ins Stolpern kommt, spielt der Flugsicherheitsoffizier über Funk den Steuermann. Auf dem Höhenanzeiger lässt er die Drohne keine Sekunde aus dem Auge. Ihren Flugkurs vergleicht er ständig mit dem Flugplan an der Wand. 450 stabil, noch 20 Sekunden auf Centerline. Die Radargeräte werden abgeschaltet, die Landung hat begonnen. Brems- und Hauptfallschirm werden ausgelöst. Auch das Aufblasen der Landekissen geschieht automatisch. Mit Pieptönen macht die Drohne nach der Landung auf sich aufmerksam, damit sie auch nachts schnell gefunden werden kann. Und auf Schnelligkeit kommt es bei einem Aufklärer ja besonders an. Nach der Sicherheitsüberprüfung geht es ans Eingemachte. Der belichtete Film wird entnommen und von einem Gradmelder so schnell wie möglich zur Luftbildgruppe im Batteriegefechtsstand gebracht. Je früher die Fotos ausgewertet werden, desto schneller könnten im Ernstfall erkannte feindliche Stellungen ausgeschaltet werden. Im Laborwagen wartet schon der Luftbildmeister. Hochentwickelte Technik und eingespieltes Team bestimmen den Leistungsgrad eines modernen Luftaufklärungssystems. Die Filme kommen sofort in den Entwickler. Ganze 7 Minuten dauert es, bis der erste Negativfilm fertig ist. Film ist eingelegt. Während der Film noch aus dem Entwickler läuft, beginnt der Luftbildoffizier mit der Grobauswertung. Erfahrung schärft den Blick. Verdächtige Punkte werden schon hier markiert. Ende Kamerastrecke abschneiden. Zur Feinauswertung wird der Film in einen besonders eingerichteten Wagen gebracht. Bevor der Experte an die Arbeit geht, zieht er sich feine weiße Handschuhe über. Das empfindliche Negativ muss makellos bleiben, wenn es für spätere Kontaktkopien oder Ausschnittvergrößerungen taugen soll. Bild für Bild wird der Film mit der Karte und der Planpause verglichen. Die in der Karte eingezeichneten markanten Geländepunkte helfen beim Auswerten der Fotos. So, wir haben hier den Kameraanpunkt, hier diese Kreuzung, hier die ersten Ziele. Das handelt sich um 6 Geschütze in Feuerstellung. Alle, die hier arbeiten, sind geprüfte Luftbildmeister und im Ernstfall die wichtigsten Mittler zwischen dem Gefechtsfeldaufklärer und der eigenen Artillerie. 54-1, Zielmeldung an Einsatzleit, das war's. Aufklärung im gegnerischen Luftraum, damit der Angreifer wirkungsvoll bekämpft werden kann. Eine Aufgabe, die der Drohne auf den schlanken Leib geschneidert wurde. Nur wenige Minuten nach der Entdeckung besonderer Ziele, etwa einer Panzerbereitstellung, wird der Feuerschlag ausgelöst.